Yo, Denergy, mein Satz für dich ist. Das hier ist dein. Oh, wie ich liebe, die Leute zu unterbrechen. Yo, Batteries, was geht ab? Hier ist Denergy. I'm Denergy, got a lot of energy. Willkommen. Willkommen zu einer Spezialfolge. Gib mal Satz, Bruder. Ja. Warum spezial? Leute, heute gebe ich euch die Chance, dabei zu sein. Also eigentlich nächstes Mal. Viele haben mir in den Kommentaren geschrieben, hey yo, ich will dir auch einen Satz geben, damit du auch einen Song machen kannst, Bro. Und ich sag, Bro, chill. Schick mir einfach dein Video mit deinem Satz an diese Mail. Du brauchst also nur den hier machen. Yo, was geht ab, Danity? Hier ist Thomas, Franz, keine Ahnung, wie du heißt. Und das ist mein Satz für dich. Und dann sagst du den Satz. Einfach mit deinem Handyfilm und an diese Mail schicken. Und du bist dann beim nächsten Mal vielleicht dabei. Und da wir jetzt das Wichtige besprochen haben, kommen wir zum unwichtigen Teil. Und zwar dieses Video. Fangen wir mit dem ersten YouTuber an. Let's go! Der erste YouTuber ist ein fresher YouTuber. Sag ich das nicht jedes Mal? Okay, ich muss mir ein neues Wort ausdenken. Dieser YouTuber hat es wirklich nicht auf die Klicks abgesehen. Und zwar reden wir jetzt von iCrimex. Ein Justin Bieber aussehender Typ, der einfach sehr lustig ist in seinen Videos. Leute, und ich feiere seine Videos wirklich, obwohl ich das erste Mal gestern erst ein Video geguckt habe. Deswegen, iCrimex, gib mal bitte uns einen Satz, Bruder. Yo, Denergy, mein Satz für dich ist, hast du schon mal ohne Zähne gelacht? Alles klar, Digga. Ohne Zähne lachen. So kreativ muss man erstmal sein, meine Freunde. Aber wir werden's iCrimex nicht übel nehmen und wir werden den Satz empfangen. Sonst ist Denergy am Arsch. Ich würde sagen, wir wollen nicht lang reden. Weiter geht's zum nächsten YouTuber. Der nächste YouTuber hat auch was mit iCrimex zu tun und ist auch einer der Gamer in diesem deutschen Land. Er kommt aus der Bronx. Wir reden vom Bronx. Habt ihr gecheckt, Bronx? Bronx, okay, der war schon witzig, aber man sollte nicht noch mehr darauf eingehen. Bronx, ich erwarte viel von dir, okay? Also, bitte, gib mir einen Satz, Bruder! Was geht ab, Leute, und was geht ab, Denergy? Ich bin's, Bronx, und mein Satz lautet, mein Name ist Denergy, der nächste Song kommt mit Bibi Wababadi. Ich hoffe, du schaffst das, Digga, und ich wünsche dir viel Glück. Hau rein. In meinem Musilago. Wieder fällt das Wort, der Satz, der Name Bibi Sputi Balas. Nein. Ich möchte das nicht. Bitte lasst mich mit dieser Person endlich in Ruhe. Ich muss schon therapeutische Krankheitsärzte holen, die mir helfen. Okay, ich übertreibe mal ein bisschen wieder. Ja, okay, Digga. Ich mache irgendwie, wahrscheinlich ist wieder die Hook. Nein, das werde ich vielleicht nicht machen. Aber wenn man sich so meine YouTube-Einnahmen anguckt, dann werde ich auf jeden Fall als Refrain nehmen. Aber wer guckt schon aufs Geld? Oder Wife? Kommen wir zum nächsten YouTuber. Und jetzt kommen YouTuber-Leute, die ich wirklich lange feier. Bullshit TV. Kommen wir zu dem ersten, und zwar kommen wir zu Siebes. Yo, Denergy, was geht ab? Hier ist der Siebes von den Bulls. Und ich habe gehört, du machst einen neuen Song und ich soll einen Satz beisteuern. Ist natürlich eine große Ehre für mich. Und wie du vielleicht weißt, habe ich ja auch eine große Rap-Karriere hinter mir. Zusammen mit Jan Money und Harry Geil als Nick Swagger. Und ich möchte gerne einen Satz nehmen aus unserem ersten großen Welthit, Styler Look. Meine Sätze sind die Wahrheit. Man nennt mich glaubhaft. Was bekommt man für Mord? Ich glaubhaft. Muss man nichts mehr zu sagen. Legendär. Viel Spaß damit. Ich habe keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast und was das für ein Satz ist oder Reim. Aber Leute, wenn ihr es selber verstehen wollt, dann guckt euch mal seine Rap-Karriere mit den zwei anderen Jungs an. Hier ist ein Ausschnitt. Meine Texte sind die Wahrheit. Man nennt mich glaubhaft. Was bekommt man für Mord? Ich glaubhaft. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen mehr schlauer geworden. Und zwar ist der nächste sein Bruder. Ja! Und ich bin wirklich gespannt, was er uns zu sagen hat. Ich fühle mich wieder voll wie Alberto, Mann. Yo, Denergy, was geht ab? Hier mein Satz für deinen Song. Der lautet wie folgt. Ich nehme dir deine Sonnenbrille, weil du keine Sonne siehst. Wenn du eine Bombe kriegst, Brille bitte kommen Sie. So, das ist mein Satz. Viel Spaß damit. Brille bitte kommen Sie. Ist ein Insider, glaube ich, von den Jungs irgendwie. Das müssen wirkliche Bullshit-TV-Fans eigentlich wissen. Also schreibt mir nicht, was das heißt, Alter. Chris hat leider es nicht zeitlich geschafft, mir was zu schicken, aber trotzdem Shoutout an dich, Chris. Du bist der Beste. Und da ich dachte, hey, ich sehe ein bisschen wie Chris aus, werde ich mich jetzt einfach dazu anschließen und so tun, als ob ich einfach Chris bin und mir selber einen Satz geben. Das ist wirklich eine Sensation in diesem Format heute. Fangen wir da mal an. Yo, was geht? Ich bin Chris. Denergy, was geht ab? Hier ist mein Satz für dich. Und zwar, alle Sätze in diesem Video waren heute scheiße. Ja, Mann, mach was draus. Ich hoffe, du machst was Heftiges draus und peace.
Ja, danke an Chris, auf jeden Fall richtig fresh, dass du mitgemacht hast. Ich fand seinen Satz auch eigentlich voll fresh. Deswegen danke, Chris, bruh. Danke! Und nicht zu vergessen, bevor wir uns jetzt die Musik anhören, Leute, ihr müsst mir einen Satz schicken. An diese Mail, ey, an diese Mail. Swag. Und da ihr jetzt alles wisst, finde ich, können wir die Musik endlich mal hören. Deswegen entspann dich, lay back. Und so wie BA sagen würde, roll it! Yeah. Yeah. Ey. Ich nimm dir deine Sonnenbrille, wenn du keine Sonne siehst. Wenn du eine Bombe kriegst, Brille, bitte kommen sie. Du suchst nach Klarheit, ich krieg gar keinen Hype. Mache meine Kids und das nicht mal für einen Schein. Meine Sätze sind die Wahrheit, man nennt mich auch glaubhaft. Was bekommt man für Mord? Ich glaubhaft. Was war das für ein Satz, Mann? Egal, Mann. Ohne Zähne gelacht oder deine Zunge an dein Ellbogen gemacht. Ich sag, ich zerbrösel alle meine Reime, nenn es gern Kreide. Alle Sätze in meinem Video waren heute scheiße. Mein Name ist Danergy, der nächste Song kommt mit Baby. Wadadabada. Doch der Song kommt wirklich nie, kommt wirklich nie. Mein Name ist Danergy, der nächste Song kommt mit Baby. Wadadabada. Doch der Song kommt wirklich nie, nie. Muss ich wirklich bei deiner Wahl?